Einen schönen guten Abend zum zweiten Dreamtime-Webinar. Da machen wir wieder auf St. Gallen aus. Wir begrüßen Sie ganz herzlich heute Abend und sind sehr froh, dass Sie sich heute Abend so viel Zeit genommen haben, bei uns hier ein Stündchen zu verbringen. Ja. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich angemeldet haben heute Abend. Und wäre denn jetzt auch noch etwas von Tansania erzählen und wie es ist, unter Corona reisen zu können. Wir hoffen, dass Ihr Seminar Ihre volle Erwartungen erfüllen wird und hoffen auch, dass Sie nicht herderweise davonlaufen werden. Zu den Veranstaltern, Andrea und ich, wir machen das, führen Sie hier quer durch das Seminar durch. In Baden ist Dominik Eckert zugeschaltet. Hallo Dominik. Guten Abend miteinander. Und direkt von Tansania aus der Horst Bachmann. Hallo in die Runde. Hallo Horst, willkommen. Er wird uns noch Auskunft noch geben über das Thema aktuelle Reise in Tansania. Dominik. Ja, also ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich tue Ihnen ganz kurz das Technische erklären. Sie sehen jetzt hier eingeblendet das, was Sie eben während dem ganzen Webinar werden. Und Sie können unter links die Audioeinstellungen verändern. Sie können schauen, ob Sie es über den Computer oder über den Kopfhörer hören. Wenn es Ihnen zu laut oder zu leise ist, können Sie das dort einstellen, beziehungsweise dann an Ihrem Gerät. Dann können Sie in der Mitte Hand heben. Dann sehen wir, dass Sie vielleicht Zustimmung haben oder irgendeine Frage haben. Vielleicht können wir das gerade rasch ausprobieren, wenn jemand mal rasch tut. Genau, da sehe ich schon jemanden, der 2, 3, 4, ja, da sehe ich schon ganz viel. Das funktioniert also. Ich sehe auch, Sie hören mich. Das ist gut. Und dann haben wir das F und A. Das ist Fragen und Antworten und da können Sie Fragen drin stellen. Sie können Fragen stellen allgemein zum Land, zu der Reisesituation, im Moment mit Corona. Ich bin dann den ganzen Tag oder mindestens den ganzen Abend da und tue die Fragen beantworten, so gut es geht. Oder gibt es nachher auch weitere Runde an Patrick und Andrea und vor allem auch an Horst, wo dann kann Fragen beantworten. Ganz rechts haben Sie verlassen, also wenn es Ihnen zu langweilig wird, dann können Sie das Webinar auch verlassen. Und dann haben wir, was haben wir noch? Genau, Sie sehen oben ein Bild von Patrick oder je nachdem, jetzt ist es wahrscheinlich gerade von mir oder von der Andrea, also gerade die Person, die redet, die sehen Sie dann entsprechend. Sie können das, glaube ich, verschieben, insbesondere wenn Sie es vom Handy schauen. Also wenn Sie, dann haben Sie die Möglichkeit, das an ein anderes Ort herzuschieben. Was wir haben auch Fragen an Sie. Wir haben eine kleine Umfrage. Und da mache ich jetzt gerade eine, um das auch rasch auszutesten. Und zwar würde es uns interessieren, wie Sie von dem Webinar gehört haben. Und ich starte jetzt die starten und jetzt hätten Sie das gesehen. Fortfahren. Jetzt hätten Sie das gesehen. Jetzt wäre ich froh, wenn Sie da Ihre Antworten würden eingehen, die werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Vielleicht ein Hinweis, wenn Sie das Webinar später schauen. Wir das aufzeichnen und es nachher online stellen. Wenn Sie das später schauen, dann werden Sie jetzt die Umfrage nicht sehen. Das ist technisch nicht möglich. Also dann sehen Sie jetzt einfach mich quatschen oder hören Sie mich quatschen. Aber Sie sehen die Umfrage selber nicht. Wunderbar. Da haben fast alle mitgemacht. Dann beende ich das jetzt. Und ich zeige Ihnen die auch zeigen. Also, unser Newsletter funktioniert recht gut. Da haben wir also sehr viele, die über Newsletter reinkommen oder über Social Media. Danke vielmals, das wäre schon gewesen. Stellen Sie Fragen stellen, sonst wird es mir langweilig. Sie können zuhören im Webinar und dann immer die Fragen hier stellen. Danke vielmals. Und ich gebe weiter. An Patrick, glaube ich. Auch. Danke vielmals. Als erstes kommen wir zum Programmablauf heute Abend. Meine Frau stellt zuerst mal kurz Tansania vor, ein bisschen grundsätzliche Daten über Tansania. Nachher bringen wir einen ersten Teil von unserer Studiereise. Wir sind selber im Juni da ja auch unten gewesen. Wir haben darum auch, das ist aktuell Grund, dass wir jetzt das machen, das Webinar. Dann kommt ein kurzer Einschub. Da ist zusammen dann mit dem Horst Bachmann. Da geht es ums Reisen in den Zeiten von Corona und dann vor allem um die Sicherheit vor Ort, wo er uns kann natürlich direkt Auskunft geben. Dort kommt dann auch die erste Fragerunde rein.
Nachher gibt es einen zweiten Teil zu der Studiereise Nordtansania mit einem kleinen Fazit, wie wir die Reise empfunden haben. Vorbereitung und Tipps zu einer Tansania-Reise, vor allem jetzt konkret in dieser Zeit, haben wir noch für Sie. Und Vorstellung von unserer Reise, die wir entwickeln, extra aus solchen Reisen, die wir möglichst schnell umsetzen können. Dann kommt noch eine zweite Fragerunde als Abschluss. Hier zuerst ein paar Daten zu Tansania. Das Land ist etwa 23 Mal so gross wie die Schweiz und hat etwa 56 Millionen Einwohner. Es ist seit 1961 unabhängig und wird demokratisch regiert. Die Hauptstadt ist Dodoma, die grösste Stadt ist aber Dar es Salaam mit etwa 6,5 Millionen Einwohnern. Das Land hat etwa zur Hälfte Muslime und Christen. Mehr Muslime leben an den Küsten und Christen im Landesinneren. Es gibt aber kein Problem mit diesen beiden Religionen miteinander. Die Währung ist der Tansania-Schilling. Man kann aber praktisch alles mit US-Dollar zahlen und braucht darum noch wenig Schilling, zum Beispiel wenn man auf dem Markt etwas posten kann. Zum Klima. Das Land liegt näher am Äquator, darum ist es das ganze Jahr durch angenehm. Während unserer Sommermonate im Juni bis August kann es in der Nacht recht kühl werden, während dem Tag ist es aber angenehm warm. Die besten Reisezeiten sind Januar, Februar und dann wieder von Juni bis Oktober. Es gibt zwei Regenzeiten, die kleine ist im November, Dezember, dann kann man aber trotzdem gut reisen. Von März bis Mai regnet es meistens wirklich recht viel und darum haben dann auch einige Lodgen zu und es ist jetzt nicht unbedingt die beste Zeit zum Reisen. Hier sehen Sie noch die vier Haupttourismusregionen. Wir gehen heute auf den klassischen Norden ein. Da reden wir dann später drüber. Auch sehr bekannt ist der Süden mit dem Selu, Mikumi, Ruaha und Usangwa Nationalpark. Dann haben wir Gombe Stream, Mahale Nationalpark, wo es Schimpansen hat und einen See, wo man im Süßwasser baden kann. Und natürlich die Kombination, die wir häufig haben, ist Safari mit Badeferien kombiniert. Und da haben wir mit Zanzibar eine ganz bekannte Insel. Es gibt aber auch weniger bekannte wie Pemba, Mafia Island oder auch kleinere Inseln, wo es dann wie auf den Malediven auch nur ein Hotel drauf hat. Es gibt internationale Flüge nach Dar es Salaam, Arusha und Zanzibar. Im Moment fliegen noch nicht ganz alle Airlines jeden Tag. Darum müssen wir dann schauen, welche Möglichkeiten wir haben, um sie herunterzubringen. Im Juni, wo wir gegangen sind, war die Lage noch speziell. Wir mussten wirklich sehr kurzfristig unseren Flug buchen. Wir sind dann mit Katar via Doha auf Dar es Salaam geflogen. Das ist nicht wahnsinnig aufwendig. Also der Flug selber ist rund 11 Stunden gegangen. Wir haben zwischendurch noch einen kleinen Aufenthalt in Doha gehabt. Das ist aber tiptop gegangen, bis wir da unten waren. Nachher ist es ein bisschen problematischer geworden, weil es noch keine Verbindungsflüge hatte, beziehungsweise der Verbindungsflug Richtung Arusha rauf wäre viel zu kurz gewesen. Darum haben wir uns entschlossen, einen Strassentransport auf Arusha rauf zu machen. Das sind rund 620 Kilometer. Wir sind dann von Dar es Salaam losgefahren. Allein vom Flughafen durch Dar es Salaam rüber geht in der nicht Hauptverkehrszeit rund 2 bis 2,5 Stunden. Also darum haben wir die ganze Etappe nicht an einem Tag können machen, sondern wir müssen Zwischennacht im Sambara-Gebirge einlegen. Wir sind zuerst die Küstenstraße nach oben gefahren, ist eindrücklich farbig gewesen und sind dann, wir haben uns hier auch noch eingedeckt, das sind jetzt so Stände, die wir da haben, da haben wir Ananas, Borsten, Bananen, so ein bisschen als Zwischenpflege, dass nach dem langen Flug und uns die Vitamine recht gut. Da ist es aus dem Sambara-Gebirge. Es ist touristisch nicht sehr erschlossen. Es hat 2, 3 Hotels drin. Wir sind in einem sehr einfachen Hotel gewesen, aber wir sind sehr überrascht gewesen, wie gut, dass wir dort zu Abend essen können. Es war ganz toll gewesen. Wir haben zusammen für 2 gute Essen mit 4 Bier 18 Dollar gezahlt. Enorm günstig. Nächsten Morgen, als wir dann rausgefahren sind aus dem Tal, ist wirklich ein herrlicher Ausblick, haben wir uns hier empfangen, richtig Tal. Weiter geht die Reise am nächsten Tag nach Arusha. Das sind so typische Strassenbilder, die uns während der ganzen Reise auch begleitet haben. Wir haben ein farbiges, abwechslungsreiches Tansania
Und man sieht, auf diesen TÜV wird wirklich alles transportiert. Der Fahrer hat da hinter seinen Bohnen wirklich praktisch keinen Platz gehabt und musste auf dem Tank sitzen. Was auch zu einer Studiereise gehört, das sind Besichtigungen von Unterkünften. Wir sind da bei der Simalodge und die hat uns sehr gut gefallen. Wir haben sie gerade müssen ins Programm aufnehmen. Sie ist der perfekte Einstieg in eine gelungene Tansania-Reise. Sie liegt im West-Kilimanjaro-Gebiet in der Nähe vom Flughafen Kilimanjaro, wo man auf dem Langstreckenflug ankommt und ist darum ein guter Einstiegsort. Man hat von da aus gute Ausflugsmöglichkeiten, wie zum Beispiel eine Wanderung aufs Shira-Plateau im Kilimanjaro. Sorry. Arusha ist eine quirlige Stadt, bietet aber nicht wahnsinnig viel zum Anschauen. Nächsten Morgen ist unsere Tour richtig losgegangen. Wir haben uns eine klassische Tour ausgesucht, also den Norden von Tansania. Alles andere ist selbstverständlich jetzt auch bereisbar. Für uns ist bereits besonders groß gewesen, weil jetzt in dieser Zeit natürlich sehr, sehr wenig Touristen unterwegs sind. Es ist jetzt, also sicher dieses Jahr, eine einmalige Gelegenheit, den Norden zu bereisen, ohne das ganze Touristengewimmel rundherum. Also man kann jetzt das River Crossing anschauen und wird dort praktisch allein sein. Die heutige Etappe, die erste Etappe, hat uns richtig Lake Natron geführt, von Arusha aus. Und bevor wir jetzt direkt losgehen, hätte ich noch gerne die zweite Umfrage. Und die zweite Umfrage geht es darum, wer von Ihnen ist schon mal in Tansania gewesen? Sollte jetzt aufgeschaltet sein? Gut. Sehr gut für uns. Wir sehen, rund, kannst du Resultat zeigen? Rund 70% sind noch nicht gewesen. Also gut, wir haben heute Abend eine gute Chance, sie da noch ein bisschen auf Tansania einzuschwören, dass wir ihnen noch eine schöne Reise präsentieren. Gut, können wir da wieder ausblenden. Danke vielmals. Gut, also wir sind jetzt auf dem Weg von Arusha auf Lake Natron. Bevor wir aber das gemacht haben, sind wir mitten in Arusha mit unserem Fahrer, einem Nuru, noch rasch einen Kaffee trinken gegangen. Auf dem Parkplatz, wo Sie hier sehen, da trifft man sich normalerweise, nachdem man mit dem Flug angekommen ist in Arusha, mit dem Fahrer. Da hat man die Möglichkeit, den Fahrer kennenzulernen mit einem feinen Kaffee. Und ich sehe dann so einmal von vorne, weil schön während dieser Reise sehen Sie es praktisch nur von hinten der Fahrer. Gut, Entschuldigung. Wir sind dann nachher losgefahren nach dem Kaffee und dann haben wir Gott sei Dank die Heerstrasse hinterlassen und sind dann auf so einer Kiesstrasse Richtung Lake Natron gefahren. Wir sind dabei eine riesige Kuhherde vorbeigekommen von den Massai. Sehr ein eindrückliches Anblick. Das sind hunderte von Rindern, die der da umtreibt. Haben dann hier auf einem Markt wieder für uns das Mittagessen eingekauft. Die Andrea und ich sind jetzt nicht so wahnsinnig Fan von diesen Lunchpaketen, die man bei der Unterkunft überkommt. Die sind eigentlich immer ein bisschen gleich. Ein labriger Toast mit ein bisschen Fleisch drin, ein Ei, eine Frucht und vielleicht noch ein Mineral. Da hat uns jetzt einiges anmächtiger getan. Wir haben wirklich alles frisch vom Markt gekauft. Das war wahnsinnig gut seit Mittag. Und unsere Lunchboxen haben halt den einheimischen Kindern verteilt. Die haben auch Freude gehabt. Das sind jetzt die ersten Wildtiere, die wir sehen, noch weit außerhalb von dem Park. Ich habe das Gefühl, es sind selber eine Stunde, dass endlich wieder Touristen vorbeikommen. Dann sind wir in die Nähe vom Lake Natron gekommen. Für mich war die Fahrt extrem eindrücklich, fast mystisch. Wenn man auf die Ebene kommt vom Lake Natron, dann kommen die Riesen vom Kelch und eins nach dem anderen aus dem Dunst raus. Ein wunderbarer Anblick und man ist also wirklich hier in dieser Gegend Dutschelei unterwegs zur Zeit. Wir haben auch die Möglichkeit gehabt, einen Krater anzufahren. Da hat es normalerweise auch Stände von der Massai, weil da sind ab und zu ein paar Touristen da, wo man kann ein bisschen Handzettel und so kaufen. Auch da, wie wir sind allein gewesen, haben die Aussicht geniessen können. Das war sensationell schön.
Denn in dieser Zeit, wo es jetzt halt so wenig Touristen unterwegs sind und wenig Fahrzeuge im Allgemeinen, hat es auch die scheuchen Tiere, die halt ein bisschen näher führen kommen. In 50 Reisen, die wir bis jetzt auf Afrika gemacht haben, haben wir noch nie so ein Tier gesehen. Weißt du, eine Streifhyäne, die ist schon verbreitet in Tansania und Kenia. Aber die sind praktisch immer nur zur Nacht unterwegs. Und wir haben das wirklich 100 Meter vor uns auf der Straße. Weißt du, die Unterkunft beim Lake Natron. Mit dem Vertrauen aus, wir können einen kleinen Ausflug machen, Natronseeführer. Jetzt, weil es eine extrem gute Regensaison hatte, war der Wasserpegel enorm hoch gewesen. Und der Kahn konnte die Pelikan nicht im Ufer brüten. Wir haben durch das, Entschuldigung, Pelikan, Flamingos würden da brüten, wir haben aber ganz einen Haufen Pelikans gesehen als Ersatz. Flamingos sind in einer anderen Bucht gesehen. Man hat auch von der Unterkunft aus eine Chance, zum kleine Wanderung zu unternehmen und hinterher zu gehen zu den schönen Wasserfällen, wo man dann auch in Ruhe baden kann. Die nächste Etappe führt uns vom Lake Natron im Nordteil von der Serengeti. Wir haben einen letzten Blick auf den See werfen und haben dann die Langstrecke in Angriff genommen. Leider ist am Lake Natron eine Fabrik für Sodabau geplant. Darum wird jetzt der ganze Weg geteert. Nur am Anfang haben wir noch die schöne Gravel Road gehabt. Nachher ist das Tal ein bisschen durch Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen worden und die Strasse war nicht mehr so gut gewesen. Solange die Strasse noch nicht fertig ist und die Fabrik noch nicht steht, ist es auf jeden Fall einen absoluten Abstecher wert, zum Lake Natron zu gehen. Vor allem die Landschaft hat mich da unten sehr speziell gedüngt, weil sie so ein bisschen trocken war, so ein bisschen anders als die anderen Gegenden, die wir gesehen haben. Es ist uns gesagt worden, dass es noch etwa 4 Jahre wird gehen, bis alles steht und hoffentlich lässt sich dann der Abbau von Soda mit dem Naturschutz verbinden. In einem Massai-Dorf haben wir dann einen Laden mit Massai-Honig gesehen und haben angehalten. Die drei Frauen haben sich riesig gefreut, dass die ersten Touristen, die seit über 3 Monaten gekommen sind, ihnen auch noch ein bisschen Honig abgekauft haben. Es schmeckt übrigens sehr gut. Wir dürfen übrigens nicht in die Schweiz importieren. Also, da man sehr gerne fotografiert und auch ab und zu mal einen Halt macht, so in einem einheimischen Restaurant, so wird es bei uns immer relativ spät. Wir sind also im ersten Camp von den Q-Camps. In der Serengeti sind wir sehr spät angekommen. Es ist schon gerade dunkel geworden, wo wir dort waren. Die Few Camps, die sind vom Horst Bachmann, wo wir nachher noch kennenlernen, die sind sehr naturverbunden. Es sind einfache Camps ohne wahnsinnigen Luxus, aber die Landschaft, die integriert sind, ist einfach schlichtweg perfekt. Man hat kein Holzsteg, man hat kein Gitter, man hat keinen Haken, nichts. Man lebt auf dem Boden, aber schlafen tut man nicht auf dem Boden. In den Zelten, ihr seht, die sind relativ gross, man hat ein gutes Doppelbett, super Matratze drin, es hat ein Moskitonetz, hinten dran ist Dusche, Bad. Dann muss man eine Viertelstunde, bevor man duschen geht, muss man sich rasch melden. Bei der Managerin jetzt gerade von dem entsprechenden Camp. Und die macht dort ein heißes Wasser machen und dann kann man in aller Ruhe duschen gehen. Wunderbar, einfache Zelt, aber es langt. Nächsten Morgen, je früher das aufsteht, umso mehr hat man vom Tag. Wir sind dann sehr früh auf die erste Pirschfahrt gegangen. Und das sind ein paar Eindrücke. Wir haben sehr viele Geier gesehen, das ist uns aufgefallen, das ist nicht unbedingt normal, da haben wir in den letzten paar Reisen nicht mehr gesehen und haben auch festgestellt, dass die Kameraden auch sehr fotogen können sehen. Etwas ganz Spezielles sind die Fische gewesen. Unser Fahrer, der Nuru, hat mir dann erklärt, was mit denen auf sich hat. Von denen gibt es also Tausende. Die schwarzen Böllen da, das sind weder Früchte noch Nüsse noch irgendetwas, sondern von nahe sieht man es dann. Jede von denen Nüssen ist ein eigenes Ameisennest. Und die Löcher, die es vorne hat, sobald ein Tier ankommt und irgendwelche Blätter wegzupft und das sich bewegt, kommen alle Ameisen raus und greifen das Tier an. So sind die Pflänzchen schön geschützt. Weiter geht's vom Norden in die Zentralserengeti. Unterwegs haben wir dann die grossen Herden gesehen, die langsam Richtung Norden unterwegs waren. Wer jetzt kurzfristig gehen kann, hat wirklich die Chance, das River Crossing ohne andere Leute zu beobachten. Wir haben gerade Kunden, die zurückgekommen sind diese Woche und die haben das Spektakel erleben und haben gesagt, es sei absolut fantastisch gewesen.
Von weitem hat der Nur unseren Guide dann den ersten Leu auf dem Felsen entdeckt. Ich habe dann noch das kleine Felchneueli auf dem Felsen nebendran entdeckt. Und auch für die Guides ist es im Moment nicht einfach. Weil es keine anderen Fahrzeuge mehr hat, muss er die Tiere selber finden. Er kann sich nicht auf Ansammlungen von Autos, Funksprüchen oder SMS von Kollegen verlassen. Da hat es noch ein paar weitere Bilder aus dieser Gegend. Auch der Parkplatz vom Informationszentrum Biseronera war leer gewesen. Die einzigen, die noch rum waren, sind hunderte von Rockdassis, die auf Touristen warten und hoffen, dass sie wieder etwas zu essen bekommen. Im Moment müssen sie selber suchen, aber sie sehen noch nicht so aus, als wären sie auf Diät. Auch die Elefanten sind unterwegs gewesen. Und immer wieder die wunderbaren Schirmakazien. In gewissen Ländern in Ostafrika klettern die Leu auf die Bäume auf. Sie machen es sich hier oben gemütlich, weil es hier weniger Zecken hat und vor allem die CC-Flüge nicht so weit raufkommen. Und natürlich auch ein bisschen Wind hat, wo dann das Ganze nicht mehr so heiß macht. Es war herrlich, die Leute hier oben zu beobachten. Das ist ein Blick von unserer Unterkunft in die Weite der Serengeti. Auch hier wieder sind wir im Viewcamp und sie machen wirklich ihrem Namen alle Ehre. Alle haben eine spezielle Aussicht. Das Lagerfeuer ist extra für uns hier angezündet worden. Und es ist alles so natürlich, es hat keine Hege, es ist wirklich einfach Wildnis pur. Am nächsten Morgen sind wir dann wieder auf Pirschfalt und da sehen wir auch Gnuherden laufen wirklich nahe am Zelt vorbei. Wir haben hier jetzt die Aussicht von der anderen Seite gehabt. Und dann die grosse Überraschung. Wir haben die Stachelschweinfamilie aufgescheucht und die sind ja normalerweise nachtaktiv. Da sind sie dann sehr schnell verrennt, um in ihre Höhle zu kommen. Das war ein ganz spezielles Erlebnis. Ich habe schon immer mal gesagt, ich würde gerne einen Python sehen. Was dann aber so wie war, war mir doch recht mulmig. Der Felsenpython war etwa 4,5 Meter lang und ein wirklich eindrückliches Tier. Was uns auch fasziniert hat oder immer wieder fasziniert hat, Tansania, sind die wunderbaren Landschaften, wo es für Fotografen einfach macht, dass man muss abdrucken. Es hat immer einen super Hintergrund, man hat vorne dran Tiere, da haben wir sogar zwei verschiedene Tierarten, dann noch die Bäume dahinter, das macht es einfach super, um ein stimmiges Bild machen. So, jetzt unterbrechen wir ganz kurz unseren Reisebericht und machen den Einschub zum Thema Corona und Reisen vor Ort. Eine solche Tafel, wie wir am Zürcher Flughafen gesehen, da ist durch für uns Veranstalter ganz, ganz schlecht, da hat es überhaupt nicht gefallen. Da ist also effektiv vom Mittag um 3 bis zum Abendabschluss Zürich sind ganze 13 Flüge noch gelistet gewesen, die gegangen sind. Davor sind etwa 3/4 leer gewesen. So hat die Check-in-Hallen ausgesehen, gehen in die Lehre, es sind genau 2 Schalter offen gewesen. Man hätte auch nicht müssen früher noch dort sein, also man hat es geheißen müssen, wie früher noch dort sein wegen Corona, da ist komplett das Spiel nicht. Es sind nur Personal zu. Dann wären wir noch irgendwo einkaufen gegangen. Auch da keine Chance, wenn man sieht. Es hat genau einen Uhrenladen offen. Hinter der Mecke ist noch ein kleiner Kiosk offen. So sieht es dann aus im Flügerinnen. Das ist jetzt aber schon nicht mehr aktuell, weil Katar hat jetzt noch zusätzlich, wir sind mit der Katar unterwegs, die haben jetzt zusätzlich noch so ein Schild vorgestellt, das wir dann tun. Aber man sitzt ja dort, also man ist nicht aktiv. Von dem her, es ist nicht wahnsinnig eckig, es geht gut. Man kann dann während dem Essen nimmt man es auch weg und kann ganz normal die Speisen zu sich nehmen. Da sehen wir, wie es im Flügerinnen aussieht. Das ganze Personal ist mit ganz Körperschutzanzügen ausgestattet. Sie tun auch jedes Mal, wenn irgendjemand auf der Toilette war, wird es gereinigt und desinfiziert. Da habe ich als Beobachter, die sind wirklich dauernd am Rennen gewesen. Es war enorm eindrücklich, wie das abläuft. Die meisten Flüge sind zurzeit noch irgendwo Hälfte bis 3/4 leer. Also von dem her, man kommt sich eines nach. Jeder von uns hat 5 Sitzreihen zur Verfügung gehabt. Hier ist der Flughafen Doha. Auch hier, man ist
wirklich allein. Es hat zwei, drei Ecken, wo ein paar Passagiere sind, die auf den Weiterflug warten. Es hat einen Kaffee offen, wo man dann natürlich, wir haben es auch genutzt, wir haben einen guten Kaffee getrunken und haben wieder mal eine Weile die Masken abnehmen dort. Da ist aber tiptop gegangen, wir haben noch ein gutes Buch dabei gehabt und haben uns die Zeit zu offen getrunken. Da sieht man den Doha-Flughafen. Ich meine, da können normalerweise Millionen Leute durch, jetzt ist es einfach leer. So, jetzt kommen wir zum Thema Sicherheit vor Ort. Das Interview mit dem Horst wird von Dominik gemacht. Ich übergebe jetzt an Dominik gerne. Ja, schon mal besten Dank. Sie haben es alle mitbekommen, Patrick und Andrea, Sie haben eine gespaltene Persönlichkeit. Sie wissen nicht genau, ob Sie ein Loi sind oder ob Sie... Und das wechselt immer so ein bisschen hin und her. Das ist technisch leider nicht anders. Wenn es probiert. Passiert das jetzt bei mir auch. Aber es hat mit dem Ding zu, dass zwei an der gleichen Station präsentieren. Ich hoffe, Sie sind nicht zu sehr verwirrt. Also gut, jetzt habe ich eigentlich immer auf Fragen gehofft und sind noch nicht grosse Fragen eingetroffen. Also einfach loslassen, wenn es Fragen gibt, entweder generell oder eben auch an Horst. Ich glaube, wir müssen jetzt auf Hochdeutsch wechseln. Hast du uns verstanden, Horst, in Arusha? Ich hab euch ganz gut verstanden, nur retour müsste ich doch aufs Hochdeutsch schwenken oder Fränkisch reden. Da komme ich ursprünglich mal her. Okay, nee, dann belassen wir es bei Hochdeutsch und du musst dich nicht ans Ostschweizer oder ans Aargauer Deutsch gewöhnen. Sind eben, wie gesagt, nicht große Fragen reingekommen, aber einmal grundsätzlich, wie lebt es sich in Arusha in Zeiten von Corona? Ja, es ist natürlich es gibt ähnliche Veränderungen wie bei euch in der Schweiz natürlich auch. Vielleicht erstmal grundsätzlich, ich wohne mit meiner Familie seit 16 Jahren in Tansania. Meine Kinder sind hier geboren und wachsen hier auf. Also wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Und Corona hat uns natürlich ziemlich hart getroffen, beruflich, weil wir natürlich vom Tourismus leben mit unseren Camps und unseren Fahrzeugen. Und von daher sind wir ganz happy, dass Dreamtime jetzt das auch wieder ein bisschen bewirbt und pusht. Und das sieht jetzt auch ganz gut aus. Wunderbar. Habt ihr mal einen Kunden unterwegs? Wir haben im Augenblick drei Safaris unterwegs und das sind auch Gäste von Dreamtime dabei. Ja, also im Prinzip kann man ganz normal auf Reisen gehen und bekommt obendrein für das Maskentragen und die ja, kleinen, in Anführungszeichen, Wehwehchen, die man jetzt eingehen muss auf der Reise oder Einschränkungen, muss man sagen, natürlich auch einen schönen Lohn hier ausgezahlt, nämlich man kann Afrika bereisen wie vor 30 Jahren oder zu Chimex-Zeiten. Wunderbar, da kommt jetzt auch eine Frage rein. Was gibt es für Einschränkungen in den Hotels, Lodges und Restaurants, also jetzt bezüglich Corona? Ja, ich denke, in den Hotels kann man die Regelungen durchaus vergleichen mit den Regelungen in der Schweiz, ne, oder in Europa generell. Ne, an den Eingängen stehen überall Behältnisse, wo man sich Hände waschen kann. Dann das Personal ist angewiesen, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, selbstverständlich. Social Distancing wird natürlich ganz, ganz groß geschrieben. Aber das fällt uns natürlich sehr leicht, weil die Lodges alle sehr weitläufig liegen und es gibt ja kein einziges Hotel, was ein Hotelbunker wäre, das mal negativ ausgedrückt. Es handelt sich ja meistens um Lodges oder Camps mit individuellen Gebäuden, sodass man überall zu jeder Zeit groß Abstand halten kann. Okay. Welche Maßnahmen trifft Wilkinson, also deine Firma, im Rahmen der Safari? Ja, wir haben sämtliche Programmpunkte, die Menschenansammlungen beinhalten. Das wäre zum Beispiel Marktbesuche oder auch mal einen Schulbesuch. Die lassen wir zurzeit aus. Aber das sind alles so kleinere Programmpunkte, die man eigentlich im Laufe eines Tages normalerweise so mitnimmt.
Man kann natürlich so in einer gewissen Distanz auch an einem Markt mal stehen bleiben, man kann auch aussteigen, aber wir laufen jetzt nicht mitten durchs große Getümmel, das lassen wir im Augenblick noch aus. Gut, jetzt Masken ist ein großes Thema. Wie sieht das aus? Tragen die Fahrer, die Guides, tragen die Maske? Ja, also wir machen es so, wir haben normalerweise ein eigenes Transferteam. Also wenn ein eigenes Fahrercrew, die zum Flughafen fahren und die Gäste abholen. Die sind im Augenblick noch nicht im Einsatz. Wir machen das so, dass unsere Fahrer, Guides, die dann nach dem Transfer zum ersten Hotel auch die Kunden während der Safari begleiten, die übernehmen jetzt auch den Transfer. Bei der Abholung wird ein Mund-Nasen-Schutz getragen und dann sprechen die Fahrer mit den Kunden, wie sie es denn haben möchten während der Reise. Und in der Regel ist es so, dass man sich dann darauf verständigt, die Masken während der Reise oder während der Safari im Fahrzeug nicht anzulassen. Im Prinzip ist es aber möglich. Gut, gibt's das wieder generell, kam da noch eine Frage, wo genau besteht in Tansania Maskenpflicht? Also jetzt bei uns ist ja im öffentlichen Verkehr noch nur in gewissen Regionen in Läden. Wie sieht das in Tansania aus? Ja, es ist in sämtlichen öffentlichen Gebäuden nach wie vor die Maskenpflicht. Die Schulen haben jetzt gerade wieder geöffnet. Und da war ich jetzt vor einigen Tagen auch mal zu Besuch und habe Kinder gesehen, die tatsächlich Masken tragen in den Schulräumen. Aber wir haben natürlich das tolle Klima. Ich habe auch viele Schulunterrichtsstunden gesehen, die draußen stattfanden. Also ganz klassisch afrikanisch saßen da eine Schulklasse unter dem Baum und die saßen brav auch 2 Meter voneinander entfernt, die einzelnen Studenten. Und da haben die dann keine Masken getragen. Aber unterm Strich ist es so, dass in öffentlichen Gebäuden Maskenpflicht besteht. Wunderbar. Ich glaube, das wäre es mal. Wir sehen jetzt auch noch ein paar Bilder von der Reise von Patrick und Andrea, wo sie zeigen, was da alles gemacht wird. Es sind noch ein paar Fragen da, die werde ich jetzt auch gleich noch im Chat beantworten. Dann wird mir nicht langweilig während des zweiten Teils der Präsentation. Ist natürlich nicht langweilig, aber ich habe sie schon etwa 5-mal gesehen. Also ich werde da weiterschauen und Horst bleibt auch dabei. Und alle Fragen, die noch reinkommen, werden wir dann versuchen zu beantworten. Und gegen Ende machen wir nochmal eine Fragerunde. Und ich glaube, wir müssen eher ein bisschen Gas geben. Darum gebe ich zurück an Patrick und Andrea und werde mich mal wieder stumm schalten. Danke. Gut, zuerst mal vielen herzlichen Dank. Da ist das Bild von der Ankunft in Dar es Salaam. Wir sind sehr überrascht gewesen. Es ist absolut perfekt, super gewesen. Wir müssen die Abstände einhalten. Er hat da dort links eine Polizistin, die hat uns dann zurückgepfiffen, wenn wir zu nahe gekommen sind, gegeneinander. Es hat Markierungen auf dem Boden, keine Hinweise, was man machen muss. Wir sind Fieber gemessen worden bei uns. Wir mussten die Hände desinfizieren. Es war eindrücklich, was da unten geht. Also es läuft einiges zivilisierter ab wie auf dem Zürich Flughafen, nachher bei der Landung. Denn so hat es jetzt im Zeltlager ausgesehen. Das sind jetzt die kleinsten Ausführungen von so Hygienestationen. Da hat man einfach einen Frischwasserköbel mit Seife und da kann man sich jederzeit die Hände waschen. Soviel zum Thema Social Distance. So hat bei uns das Abendessen ausgesehen, der Tisch, der für uns gerichtet war. Da kann man keine Corona bekommen. Denn eben der einzige Kontakt, den man eigentlich direkt hat, ist mit dem Fahrer. Wenn er irgendwo anhält in einem Markt, dann ruft er einfach zum Fenster aus, was er braucht. Die bringen ein Auto an, er zahlt es derzeit. Also die Kontakt haben wir keine zu Einheimischen und tschüss, gar nichts. Denn da ist jetzt so eine Halbprofi-Station, die hätte ich schon beeindruckt. Da ist so die Einfahrt zum Lake Manyara. Da auch, wenn mal eine Busladung kam von Touristen, die können sich da die Hände waschen, drei Brünneli. Und sie haben sogar so Fußpedal, dass man gar nicht mehr anlangen Wasser und es einfach so hygienisch rauslassen. Denn einfach so, wie wir es erlebt haben, machen wir ein kurzes Fazit. Also Social Distance ist während der ganzen Reise wirklich absolut problemlos einhaltbar gewesen. Vor dem Einkaufszentrum sind bei uns Fieber gemessen worden. Es ist dort mal eine Maskenpflicht bestanden und die Hände müssen desinfiziert worden, bevor wir reingegangen sind.
Denn alle sanitären Anlagen, auch nur so abgelegene, sind in einem absoluten Top-Zustand. Da haben wir in ganz Afrika noch nie erlebt. So. Ob bei den Parkinggängen, Einkaufszentren, bei den Lodgen, das Handwäsche ist überall flächendeckend sichergestellt. Denn im ganzen Land hat man immer genügend Abstand können einhalten. Sie haben also sehr respektvoll Abstand von uns genommen. Und es ist täglich Fieber gemessen worden bei uns. Teilweise sogar bei den Lodgen. Ich gehe weiter. Jetzt geht unsere Reise weiter von der Serengeti über den Gorogoro-Krater nach Karatu. Ich zeige Ihnen jetzt hier noch schnell das Fahrzeug. Die sind sehr bequem. Wir haben die Möglichkeit gehabt, im Auto können alles aufzuladen. Wir haben hier USB gehabt und auch einen englischen Stecker, um etwas aufzuladen. Dann nachher konnte man gegen oben raus fotografieren, wenn man das Dach offen hatte. Für Leute wie mich, die nicht ganz so gross sind, konnten auch in den Socken auf den Sitz verstehen. Das war wirklich super. Was auch ganz wichtig ist, wieso dass man geschlossene Fahrzeuge hat in Tansania im Vergleich zu südlichen Afrika. Man macht hier natürlich auch Strecken, wo man unterwegs ist. Da ist man ein bisschen schneller unterwegs. Da ist man froh, wenn man das Dach und auch die Fenster zu haben. Es hat auch recht viel Stau gehabt, wenn wir auf den Schotterpisten unterwegs waren. Und sobald wir im Park hineingekommen sind, haben wir die Sachen dann aufgemacht, haben können föteln und machen. Wichtig war noch, es hat sehr viele CC-Flüge umeinander gehabt und da sind wir froh gewesen, wenn wir dann gleich können die Fenster zu tun und wenn wir zu ganz extremen Punkten gekommen sind, haben wir sogar das Dach zugemacht, damit wir nicht von diesen Viechern gefressen worden sind. Wir sind dann rausgefahren Richtung Südteil von der Serengeti. Da ist es etwas flacher als das, was wir vorher gesehen haben. Und in dieser Jahreszeit sehr karg. Wie gesagt, die Tiere sind aufwärts unterwegs, weil es da nichts mehr zu fressen hat. Da sind sie nämlich nach der Regenzeit, nach der ersten Regenzeit Dezember bis März. Und im Februar kommen dort die Jungen auf die Welt und dann ist da alles voll. Wir sind dann immer wieder überrascht worden auf dem Weg Richtung Gorogoro-Krater. Wir haben da schöne Berge gesehen, wir haben die Massai-Dörfli gesehen und die Bufotteren, die wir da gesehen haben. Man sieht, dass die, man weiss, dass die recht gefährlich ist, weil sie sich recht langsam fortbewegen. Und wenn sie im Gras innen ist, dann sieht man sie einfach nicht. Da hat es auch so Nebenkrater, die im Moment mit Seen gefüllt sind. Und da kommen jetzt Massai mit ihren Tieren zur Tränke. Wir sind dann oben angekommen und sind in den Gorogoro-Krater reingefahren. Die Abfahrt ist recht eng und steil, aber sehr imposant. Wir sehen hier auch die Bergrücken, also die Bergflanken. Die ganze Caldera ist geschlossen und es hat etwa einen Durchmesser von 18 km. Sonst scheuche Tiere sind hier recht entspannt. Die Elenantilopen sehen wir normalerweise, wenn man die sieht, rennen sie schon davor, wenn man etwa 500 Meter an Sonne fährt. Wo wir hingeschaut haben, wir haben kein anderes Auto gesehen. Es war wirklich einfach einsam gewesen, wunderbar, um hier den Krater zu erleben. Normalerweise sieht es so aus. Wir haben hier auch jetzt während der Regenzeit hat sehr viel Gras gegeben. Wir haben darum von dem nicht so viel Tier gesehen jetzt im Krater, wie ich sonst schon gesehen habe. Aber die Motive sind dafür wieder sehr attraktiv gewesen. Es hat grosse Büffelherden gehabt. Und auch der See, der jetzt etwa viermal grösser ist als normal, ist ein super Motiv gewesen. Wir haben auch hier ein paar Flamingos gesehen. Und sind nachher durch den Urwald gefahren zu einem Picknickplatz, wo wir auch kurz einen WC-Halt gemacht haben. Da haben wir ein typisches Dreamtime zum Winter gehabt, weil wir relativ ein enges Programm kennen. Bei der, es war eine Ferien, es war eine Studiereise. Und wir haben relativ ein enges Programm gehabt, dann haben wir halt unseren Tisch ist Motor oben gesehen und haben immer auf unserem Motor oben zum Mittag gegessen. Aber so haben wir es können geniessen, immer frische Früchte und Gemüse. Denn was ich noch nie gesehen habe, sind solche Kaliber von Büffeln. Das hat mich also schwer beeindruckt. Sie sind auch noch sehr fotogen. Ich habe noch nie so riesige Büffel gesehen wie in diesem Krater. Das ist die Ausfahrt aus dem Krater. Der ist komplett pflastert, sehr steil und eindrücklich gemacht. Also ist erstaunlich, die Baukunst hier. Wie sich der die Bergflanken aufbinden tut. Obendran auf dem Kraterrand hat es eine Aussichtsstraße, wo man durchfährt. Dort hat es jetzt neue Aussichtsplattform.
Auch die natürlich, wenn es da viele Touristen hat, dann steht man an zum Foto machen. Wir sind ganz allein gewesen und da sind wir jetzt ein bisschen länger nicht planen geblieben, weil es ist so herrlich da, wenn der Wind aus der Galerie raufkommt und man hat die Wahnsinnsaussichten da. Da lässt du einfach früher noch jetzt Film um Film durchlaufen. Auf der Rückseite vom Vulkan hat es einen schönen Ausblick gehabt, so richtig die Ebenen raus mit Bauernhöfen, dort draußen wird auch viel anbauen, Früchte, Gemüse und so. Die Nachkunft war halt wieder relativ spät, man sieht, es war knapp vor Sonnenuntergang gewesen. Wir haben hier in einer wunderbaren Lodge übernachtet, das ist Plantation Lodge. Die hat einen riesigen alten Garten, wo dann so einzelne Häuser drin sind, wo Gästezimmer reingebaut worden sind. Das ist jetzt ein Standardzimmer bei denen. Auch die Katze im Freude gehabt, dass wieder mal ein Gast da sind. Dann ist nämlich die Küche wieder mal in Betrieb genommen, wo wir gesehen, die warten auch, ob es noch ein bisschen Rest gibt. Denn es ist sehr, sehr geschmackvoll angerichtet gewesen. Da ist jetzt unser Rutsi, wo wir kamen, für uns geboten. Weil sie relativ hoch oben ist, die Lodge, hat es dann zu Abend noch ein Lager für, also ein Feuergehen dran. Es ist wunderbar gemütlich gewesen. Und mit der Eigentümerin von der Lodge haben wir dann nachher in der Bar da oben ausklingen lassen. Am nächsten Tag ist es weitergegangen von Karatu durch den Lake Manyara in Tarangire Nationalpark. Auch da wieder eins von unseren Lieblingsmotiven, die farbigen Tuk-Tuks, die gehören einfach zu Tansania dazu. Dann sind wir in Lake Manyara runtergefahren und da haben wir wegen dem höheren Wasser die Route müssen anpassen, weil da wäre die Hauptstrasse gewesen. Wir sind dann am Bergrücken entlang gefahren und haben auch dort Tiere gesehen. Man sieht, wie riesengroß dass der Lake Manyara im Moment ist, mit ihm im Hintergrund. Und wir haben uns dann hier ein bisschen auch noch auf die Vögelbeobachtung konzentriert. Wir sind nachher in Tarangire reingefahren und sind hier zum Tarangire Viewcamp gekommen. Mein persönlicher Favorit. Der Camp ist so herrlich, so einen Schlauch von einem Trockenfluss zu bauen. Man sieht also hier immer in den Flusslauf hinein, jetzt natürlich ohne Wasser während der Trockenperiode. Das ist ein absoluter Traumort. Man hat alle die Zelte unter die grossen Bäume tun. Es ist herrlich schattig. Und man hat es abends und am Morgen hat man immer Tiere hier im Fluss drin. Das sind hier die Zelte auch wieder. Man hat die Möglichkeit, vorne drauf hinzuhören, um im Fluss zu schauen und schauen, was da alles passiert. Da war neben der Tisch für uns gesteckt und wir sind dann zusammen vom Horst und Debbie zum Essen eingeladen. Da hat noch ein paar Lagerfeuer ins Rundum gemacht, dass es ein bisschen wärmer wird. Und wir haben knapp 200 Meter hinter uns ein Hügel und hinter dem Hügel immer die Leute gehört brüllen. Es war ein absolut perfektes Busch-Abendessen. So muss Afrika sein. Nächsten Morgen beim Aufwachen die nächste Überraschung. Wir haben hier Pavian gesehen, und zwar eine Familie mit 150 Stück, haben wir noch nie neben gesehen. Sehr, sehr eindrücklich, dass sie so grosse Verbände machen können. Ein bisschen weniger eindrücklich, dafür ein bisschen herziger. Im Baum, gerade hinter einem Essenszelt, sind da ein paar von diesen Klitschleifer einquartiert. Die tun hier eben seine Jungen großziehen. Weil in Tarangire das Gras noch relativ hoch war, hat man halt nicht wahnsinnig viele kleine und mittlere Tiere gesehen. Aber wenn wir es mal sehen, sind es doch sehr fotogen umeinander gestanden. Und auch hier wieder, wir haben uns ein bisschen auf Vögel konzentriert. Wir haben dann auch noch die gesehen, die Oryxen. Für Kunden, die schon in Namibia waren, die sagen, ja, das ist nichts Besonderes, für denen gibt es dort Millionen. Da ist unser Fahrer hell begeistert gewesen, als er die gesehen hat. Es ist nachher vom Horst erklärt worden, dass die in dem Park doch sehr, sehr selten zu finden sind. Es ist auch eine andere Oryx-Art in Namibia. So hat die Straße ausgesehen, durch den Tarangire durch. Ihr seht, sehr, sehr hoch, das ganze Grün noch. Da wird aber jetzt schon wieder ein bisschen anders ausgesehen, weil der Großteil schon wieder abgefressen ist. Dafür hat auch da natürlich seinen Reiz. Ja, und das ist es eigentlich schon fast gewesen. Wir sind auf dem Rötterweg Richtung Kilimanjaro Airport. Die letzte Etappe hat uns mit einem kurzen Game Drive nochmal durch den Park geführt. Für mich einer der interessantesten Parks, der bekannt ist für seine grossen Baobab-Bäume und für die grossen Elefantenherden.
Im Vergleich zum südlichen Afrika gibt es da aber noch viel Büsche und Bäume, also es hat noch keine Überpopulation. Und dann, vor Russia, hat es dann wieder ein bisschen mehr Verkehr gehabt und wir mussten uns dann schon recht beeilen, dass wir rechtzeitig zum Flughafen gekommen sind. Das wäre noch mal ganz kurz die Reise, die wir gemacht haben. Wir sind dann zurückgeflogen. Ja, man hat halt ein bisschen Wartezeiten müssen haben zwischen ihnen. Auch in Doha hat es wieder nichts los gewesen. Und erst als wir zu Zürich angekommen sind, haben wir dann wieder Menschen gesehen. Ein kurzes Fazit zu unserer Reise. Wir haben noch, also ich war ein bisschen skeptisch gegenüber Tansania, weil ich immer das Gefühl hatte, es sei viel zu viele Touristen da. Es war eine herrliche Zeit gewesen, die paar Tage, die wir da haben können verbringen. Wir haben jede Minute genossen. Wir sind nie, aber gar nie ein Anschlag gewesen. Wir haben nicht warten. Es sind uns die Leute nicht zu nahe gekommen. Alle Einheimischen haben uns begeistert begrüßt, dass endlich wieder Touristen da sind. Also wir haben uns nie bedroht gefühlt. Es ist überall Distanz eingehalten worden. Sie leben sehr diszipliniert mit dem Virus, haben wir das Gefühl gehabt. Also mindestens dort, wo wir mit ihnen in Berührung gekommen sind, mit den Einheimischen. Die Hygiene vor Ort ist vorbildlich, weil wir noch nie in dem Stil in ganz Afrika gesehen haben. Wir haben liebe Leute kennengelernt. Es war eine perfekte, runde Reise gewesen, wo man jedem empfehlen könnt und mit gutem Gewissen auch weiter, mit gutem Gewissen weiterempfehlen könnt. Jetzt kommen wir noch kurz zur Vorbereitung und Tipps zu so einer Reise, gerade in die jetzige Zeit. Wir haben da ein paar Tipps. Also grundsätzlich muss man ja mal den Tropenarzt konsultieren, weil man sollte sicher mal eine Prophylaxe machen. Dann wäre auch entweder der Hausarzt oder die Klinik wegen dem Corona-Test. Wir haben jetzt gerade aktuell, dass jeder, der abreist, erst im Flug rein kann, wenn er den Corona-Test hat. Da haben jetzt also sogar Kunden, die gestern angekommen sind, gesagt, bei ihnen sei er verlangt worden. Wir haben es können machen, dass sie am Sonntag den Test ins Kloten gemacht und mit dem frischen Test dann noch können einreisen können. Dringend abklären wegen der Vorschriften, die vor Ort in unseren Zieldestinationen gültig sind. Das machen selbstverständlich mehr für sie. Also sie sind im Prinzip tagesaktuell, erklären wir ihnen dann, welche Vorschriften das existieren. Dann müssen Sie eine bequeme Maske für den Flug organisieren, dass es einem nicht lästig wird. Eine leichte Decke empfehlen wir mitzunehmen, weil in diesen Flügern haben Sie jetzt viel mehr Frischluft wie normal. Und durch das war es wirklich recht kalt gewesen und in den Flugzeugen haben Sie keine Decken verteilt gehabt. Dann nehmen Sie etwas Interessantes zu lesen mit oder einen Film auf dem Tablet, weil auf dem Flughafen ist zurzeit nicht wahnsinnig viel los. Wichtig ist für Tansania im Allgemeinen, nehmen Sie lange Hosen und bequeme Hemden oder Blusen mit und tragen Sie hohe Socken und alles zusammen in hellen, deckten Farben. Das heisst beige, grün oder hellgrau, weil die CC-Flüge mehr in schwarze Socken an, das war das einzige Schwarze und mehr total verstochene Füße hatten. Darum, wir nehmen nächstes Mal auch wieder weisse Tennissocken mit. Wir müssen auch noch schauen, wo wir die bekommen, aber wir machen es ganz sicher. Dann noch wegen Wasser. Nehmen Sie von dort ein paar Wasserflaschen mit. Auf dem Fahrzeug hat es einen Wassertank, wo Sie können Ihre Wasserflaschen noch auffüllen können. Das spart einen Haufen Abfall ohne vor Ort, dass man weniger PET-Flaschen braucht. Da sehen Sie, auf der Webseite haben wir im Moment alle Länder, die offen haben und dazu haben wir spezielle Reisen organisiert. Die sind hier hinterlegt, die können Sie anschauen. Und was auch wichtig ist, wir halten das wirklich aktuell, dass man sieht, was ist offen, was kann man machen, was muss man haben. Wir haben jetzt die Reisen, die wir zusammengestellt haben, können wir eigentlich innerhalb von Wochenfrist organisieren, sodass Sie auch wirklich die Chance haben, jetzt noch zu gehen. Ganz wichtig, das sind die Vorschläge. Man kann die natürlich auch noch nach Ihren Wünschen anpassen. Und was auch wichtig ist, Leute, die jetzt gehen, die müssen ein bisschen flexibel sein. Weil es kann kurzfristig zu Flugplanänderungen kommen. Wir schauen natürlich immer, wann, dass wir wieder anpassen können, dass das alles passt. Aber ganz, ganz wichtig, wir können Ihnen eine traumhafte Reise ohne viele Touristen organisieren. Noch zu unseren Vorteilen. Die grosse Teil der Leute kennen uns ja und wissen, wie wir arbeiten. Wir machen detaillierte, seriöse Routenplanungen basierend auf unseren Erfahrungen und unserem Wissen. Wir haben langjährige Zusammenarbeit mit unseren Kontakten vor Ort und Anbietern vor Ort, wo wir auch wissen, die sind da für uns, auch wenn irgendetwas mal nicht so klappen würde. Aber das ist nicht so, es klappt eh immer. Wir haben umfassende und hilfreiche Reisedokumente
Wir unterstützen Sie vor der Reise, aber ganz wichtig auch wirklich während der Reise. Und Sie buchen nach Schweizer Recht. Ihr einbezahltes Reisegeld ist abgesichert. Gut, jetzt würden wir noch mal ganz kurz zum Dominik schalten. Wenn es noch Fragen gegeben hätte. Jawohl, da bin ich wieder. Ich bin gerade in die Schweiz gekommen, jetzt sind Fragen reingekommen, ganz viel. Ich kann einige können gerade beantworten. Eine, die gekommen ist, die jetzt nicht direkt mit der aktuellen Situation zu tun hat, sondern kann man selber fahren, interessanterweise 3-4 Mal. Ich tue die beantworten. Die kann auch Horst auch beantworten, aber ich tue sie vielleicht anders beantworten. Also Horst, die Frage war, kann man auch selbst fahren? Ich gebe jetzt mal die Antwort, du kannst auch noch was dazu sagen. Ja, grundsätzlich kann man auch selbst fahren. Ich habe das selbst auch schon gemacht. Ich fand es super. Man kann dann übernachten in Unterkünften oder in Camps. Aber man muss sich bewusst sein, man sieht in diesen Nationalparks, wo man unterwegs ist, sieht man sehr, sehr viele Tiere. Und wenn man fährt und gleichzeitig Game-Watching macht, dann kann das ein bisschen anspruchsvoll sein. Aber mir wird manchmal auch ein bisschen langweilig, wenn ich so im Fahrzeug sitze. Und darum fahre ich zwischendurch auch gerne mal selbst. Also grundsätzlich, ja, ist machbar, können wir auch organisieren. Aber Tansania hat auch sehr viel, es gibt auch sehr viele Gründe, warum man in Tansania eben sich reinsetzt und mit einem Guide, mit einem Tracker unterwegs ist. Also beides ist möglich. Hast du da noch was anzufügen, Horst? Ja, also es ist natürlich auch so in den Nationalparks, wie Andrea auch schon gesagt hat, dass relativ viel Buschwerk in einigen Nationalparks noch zu sehen ist und die Guides haben natürlich unwahrscheinlich viel Erfahrung, zu welcher Jahreszeit man welche Tiere an welchem Ort findet. Also ich würde einfach mal so Pi mal Daumen schätzen, dass man mit einem Guide 50% mehr Tiere finden kann als ohne einen Guide. Das ist natürlich ein großer, großer Vorteil, weil man deswegen hauptsächlich nach Tansania fährt. Super, vielen Dank. Dann sind Fragen gekommen, was braucht man zur Einreise eben in der aktuellen Situation? Das kann ich kurz beantworten. Man braucht einen negativen Corona-Test. Das ist ganz neu. Also das wurde Ende Juli wurde das verkündet und ab 9. August wird das auch kontrolliert. Also der Corona-Test muss natürlich negativ sein und maximal 72 Stunden alt. Vor Ort muss man einen Fragebogen ausfüllen und es wird Fieber gemessen und es kann auch nochmal ein Test gemacht werden. Und jetzt natürlich noch eine Frage dazu, was passiert, wenn man Fieber hat? Das ist die Frage an mich? Ja. Ja, okay. Wenn man bei Einreise Fieber hat, dann gibt es in der Nähe von, also erstmal an jedem Flughafen und dann in der Nähe der Flughäfen gibt es auch sogenannte Covid Rapid Response Teams und Einrichtungen, wo dann medizinische Betreuung stattfinden kann. Und alle großen Krankenhäuser haben eigene Covid-19-Abteilungen. Also ich sage jetzt mal so, wenn man sich eine Krankheit heraussuchen könnte, mit denen man in ein tansanisches Krankenhaus eingeliefert werden würde, dann würde ich mir Covid wahrscheinlich raussuchen, weil dort diese Response-Units eben nagelneu sind und in gutem Zustand. Gut, und da kommt auch gleich eine Anschlussfrage dazu. Diese Fallzahlen in Tansania, sind wie realistisch sind die? Und eben die Frage auch, sind denn diese Spitäler nicht überfüllt? Wie sieht es da aus generell? Ja, wir haben natürlich durch unsere langjährige Zeit hier gute Kontakte zu Krankenhäusern, nicht nur hier in Nordtansania, also ich sitze in der Nähe von Arusha, sondern auch zu Krankenhäusern nach Dar es Salaam, sowohl zu privaten Krankenhäusern als auch staatlichen Krankenhäusern. Wir kennen überall Ärzte, sowohl aus Europa, aber auch Tansania. Und nach meinen Informationen fand zu keiner Zeit, gab es tatsächlich eine Überlastung der Krankenhäuser, ganz im Gegensatz zu den Aussagen, die in verschiedenen Medien kursiert sind. Ja, die waren teilweise auch nicht belegt und
Ja, also man kann nicht sagen, es gab und gibt kein Corona in Tansania, sicher nicht. Und es ist natürlich auch so ein bisschen ein gefundenes Fressen für den manchmal etwas effekthascherischen Journalismus in Europa, dass ja, verschiedene Medien dramatische Situationen beschrieben haben. Aber nach meiner Erfahrung war die Situation zu keiner Zeit in den Krankenhäusern dramatisch. Okay, aber man kann schon davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Dunkelziffer ähnlich wie bei uns höher ist als die Zahlen, die man effektiv sieht, oder? Da kann man natürlich davon ausgehen. Es ist so, dass in Afrika die Menschen grundsätzlich relativ spät zum Arzt gehen. Es gibt natürlich nicht so eine Gesundheitsvorsorge wie in Europa. Das hat natürlich auch finanzielle Hintergründe. Und es ist natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass es hier kaum Risikogruppen gibt, war die Corona-Situation zu keinem Zeitpunkt wirklich dramatisch. Also es gibt ja kaum Menschen über 70 Jahre. Es gibt kaum Menschen, die an einen Langzeitkrankheitssymptome haben, die behandelt werden müssen. Also es gibt, ich glaube, 50% der Bevölkerung ist unter 18 Jahre alt. Also die ganze Bevölkerungsstruktur ist, sagen wir mal, dem Coronavirus entsprechend günstig. Von daher hat sich Corona hier nie wirklich groß ausgebreitet oder dramatische Schäden angerichtet. Okay, gut. Also, was haben wir noch? Ich sehe hier, genau, welche Fluggesellschaften fliegen nach Tansania? Das ist im Moment sicher die Qatar, das ist die KLM, das ist die Turkish. Andrea, du für Äthiopien, ja, Addis Abeba, die Swiss noch nicht. Würde nicht ausschließen, dass die jetzt dann die Flüge wieder aufnehmen. Das steht noch in den Sternen. Aber grundsätzlich sind das die Verbindungen, also im Verhältnis recht gute Verbindungen, die wir da haben. Und jetzt, es gibt noch einige Fragen, die ich jetzt da drin habe. Und die werde ich jetzt auch noch beantworten. Also die Fragen, die jetzt da noch drin sind, wir werden das Webinar nicht gleich abbrechen am Schluss, wie wir das letztes Mal fälschlicherweise gemacht haben, sondern wir werden sich jetzt in der Schweizerdeutsch reden, so mit den Fragen rasch beantworten, wo drin inne sind. Und wenn wir etwas mit abklären, würden wir das dann entsprechend per Mail machen. Horst, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, also ich kann nur alle Interessenten und Teilnehmer des Webinars ermuntern und ermutigen, relativ zeitnah nach Tansania zu fahren. Wie Andrea und Patrick auch so schön ausgeführt haben, erwarten wir in relativ kurzer Zeit das große River Crossing oben am Mara River. Meine Frau ist gerade heute da. Sie ist in unserem Nordcamp, ist hochgefahren. Es gab schon Gäste, die ein Crossing gesehen haben. Jetzt sind die Tiere wieder relativ noch ein paar Kilometer wieder zurück. Also das spielt sich jetzt ab von Anfang August bis Mitte September, vermute ich mal. Und nachher Ende Oktober geht es ja dann wieder zurück in die gleiche Richtung, nach Süden. Man kann sagen, dass man jetzt einfach die Nationalparks, die wirklich jedes Kind kennt, Serengeti, Ngorongoro-Krater, aber natürlich auch Kilimanjaro, dass man die sieht wie vor 30, 40 Jahren. Und das ist eigentlich eine Chance, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Wir kommen nächste Woche wieder. Super, vielen herzlichen Dank. Wir haben noch jetzt eine letzte Umfrage an alle Teilnehmer des Webinars. Und jetzt kann ich auf Schweizerdeutsch wechseln. Dadurch geht es jetzt im Prinzip uns die wichtigste Frage. Nachdem, was Sie jetzt über das wissen, würden Sie im 2020 eine Fernreise unternehmen? Da ist auch mehrfach Auswahl ist da möglich. Wenn Sie wissen, wie die Arbeit ausfüllen. So, jetzt können wir das Resultat freigeben.
Super. Sie sehen das Resultat erstaunlich, für uns sehr erfreulich. Immerhin, also ein Viertel würde noch nicht gehen, da haben wir sicher damit gerechnet, also wir, da mit, wir zwei mit davon diskutieren können. Aber dass 27% Ja sagen, absolut, finden wir absolut erstaunlich. Und die, die noch nicht ganz sicher sind oder nicht wissen, wohin, die können sich gerne in einem Dreamtime-Büro bei uns melden, wir würden sie gerne beraten. Können wir das da abbrechen? Gut. Okay. Wir haben, Entschuldigung, da ist jetzt ein bisschen hängen geblieben. Die nächsten Dreamtime-Webinars finden am 19. August, am 2. September, 16. und 30. September statt. Wir würden riesig freuen, wenn Sie da auch dabei wären, auch so viel wie heute. Es gibt sicher farbige, neue, gute Vorträge, die wir hier halten, mit sehr interessanten Themen. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie mitgemacht haben, und zwar so viel und jetzt auch sehr lang. Tut mir leid, dass wir überzogen haben. Und wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Und wenn Sie Fragen haben, wir von Dreamtime sind für Sie jederzeit erreichbar. Danke vielmals. Ich danke nur Dominik Eckert, dem Horst Bachmann und meiner Frau, dass Sie hier so aktiv mitgemacht haben. Gerne. Darf ich noch kurz etwas sagen? Selbstverständlich, Entschuldigung. Qualitätsmanagement ganz am Schluss. Danke vielmals. Kommt ein Fragebogen, wo wir froh sind, wenn Sie der Anschluss sind ganz wenig Fragen, sind glaube ich 5 Fragen, wo ein bisschen darum geht, wie haben Sie es empfunden, ist es zu lang, ist es zu kurz, technische Problem, sind wir sehr, sehr dankbar. Wir versuchen das dann das nächste Mal beim Webinar dann für Madagaskar entsprechend umzusetzen. Das war es von meiner Seite. Schönen Abend, danke vielmals. Horst, hast du noch ein abschließendes Wort? Ja, mein Abschlusswort war schon gesprochen. Wir würden gerne unsere Fahrer und die ganzen Mitarbeiter, das sind immerhin über 100 an der Zahl, gerne wieder beschäftigen und jeder Kunde bekommt ganz, ganz sicher ein VIP-Treatment, wie er es noch nicht erlebt hat, also Karibu Tansania. Können wir bestätigen. Vielen herzlichen Dank. Dir macht eine schöne Zeit. Ciao, Horst. Merci. Danke. Servus. Tschüss. So, damit sind wir am Ende von unserem Webinar. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen, tut mir sehr leid. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich im Namen des ganzen Dreamtime-Team und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und wenn Sie wollen, auch in Afrika oder in anderen Destinationen, noch einen schönen Herbst. Ade miteinander. Ich habe Fragen, ich will anschauen. Hast du die Dinge schon ausgestellt?